Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rise of the Tomb Raider. Oh verdammt, da ist noch eine Höhle, in die ich reingehen muss. Ihr wisst es. Karte aktualisiert. Ist da ein Bär drin? Kann das sein, dass die Glöckchen immer Bären irgendwie ankündigen? Und mir fällt auch im Nachhinein ein, der muss da hoch auf uns gewesen, weil eigentlich haben die ja einen, haben ja Winterschlaf, halten die ja, ne? Da wäre ich aber auch sauer. Ins Dunkel. Aber so dunkel ist die jetzt nicht, die Höhle, ja? Trotzdem erwarte ich irgendwie... Ach, da kommen wir gar nicht weiter. Schade. Aber hier sind auch überall Knochen drin. Und wieder haben wir nichts, um da weiterzukommen. Noch Zeichen auf dem Boden. Wir können uns jetzt hier nur das Zeug mitnehmen. Na gut, dann keine momentane weitere Herausforderung. Dafür haben wir jetzt in der letzten Folge uns größere Taschen gemacht. Und wenn wir genügend Wölfe finden, die uns angreifen, muss ich auch nicht die Hirsche töten. Alles klar. Komme ich hier irgendwie weiter? Wir müssen dann nach oben. Nee, warte mal. Ich muss da wieder hoch. Uah. So, hier war ich ja schon, aber ich muss hier irgendwie... Jetzt muss ich in die Richtung weiter. Hier war ich doch beim letzten Mal schon. Okay. Ach, ich bin unten weitergegangen, ne? Nein! Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ach, das... Mensch, warum? Das, manchmal verstehe ich das nicht. Oh, Mann, Lara, was ist denn los hier? Danke, jetzt aber. Und ab nach oben. So, hier sollen wir eigentlich hin. Hier soll das alte Gefängnis sein, ja? Okay, wir können auch ganz nach oben. Warum sind die Dinger da? Genau deswegen. Oh. Alles klar. Okay, ich nehme den Umweg. Danke. Da unten ist aber noch irgendwas. Oh. Das ist der Stoff im Wind, der solche Geräusche macht. Ich würde trotzdem nochmal eben unten nachgucken. Da haben wir zum Beispiel Bergungsgut, das nehme ich natürlich sehr gerne mit. Damit wir möglichst schnell unsere Sachen verbessern können. Hier kommen wir nicht rein, richtig? Ja. Das ist aber einfach nur ein Umweg. Warum auch immer. Halt. Sehr schön. Vor allem, es rennen hier... Ich will es jetzt nicht berufen und wahrscheinlich ändert sich das gleich, aber es rennen hier verdammt wenige Wachleute rum.
Also scheint Trinity sich sehr, sehr sicher zu sein. Nutzen Sie die Kommunikationskabel als Seilrutsche in die Gefängnisanlage. Ja, ich wette, das können wir wieder nicht lesen, weil dafür reicht Ihr Russisch noch nicht, oder? Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Ach doch. Den letzten konnte sie nicht entziffern. Gut, das können wir da immer noch machen. Oh. Ich hab's doch gesagt. Sind das nur die? Nee, da stehen noch mehr. Ich will das aber ganz gerne alles mitnehmen. Also es sind mindestens drei, würde ich sagen. Die stehen leider auch zusammen. Das ist das Problem. Ein altes sowjetisches Arbeitslager. Trinity hat es komplett übernommen. Ich könnte mir den zuerst schnappen, der hier vorne steht. Könnten die anderen beiden natürlich darauf aufmerksam werden. Ich riskiere es. Angriff! Wir werden angegriffen! Durchsuchen und säubern. Die haben automatische Waffen. Oh, hi! Waren das jetzt wirklich nur die drei? Das wäre natürlich ganz toll. Das sieht so aus. Gut, wir gucken uns um. Da können wir auch hoch. Da müssen wir nicht hoch, wir sollen hier lang. Aber ich will natürlich alles mitnehmen, was noch geht. Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Mhm. Aber unser Russisch wird besser, immerhin. Vorratsschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um dem Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie X gedrückt, um sie zu kaufen. Kehren Sie jederzeit zum Schuppen zurück, um Objekte zu kaufen. Was? Da ist ein Techniker, der verkauft uns Sachen. Der arbeitet für Trinity, aber der verkauft uns Sachen? Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ja. Fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Na, großartig. Das ist ja einer. Das wäre Fertigungswerkzeug, Upgrade-Werkzeug, das einen weiteren Rang aller Waffen-Upgrades freischaltet. Wow. Kommando-Outfit, ein Outfit aus schwarzem Tanktop, Tarnhose und taktischer Ausrüstung. Outfits können in Basislagern gewechselt werden. 50 Münzen. Gewehr-Laserzielfernrohr. Rotpunkt-Laserzielfernrohr für höhere Präzision wird automatisch an allen Gewehren angebracht. An allen. Okay. Gewehr-Granatwerf. Oh, jetzt müssen wir da echt für bezahlen. Wir haben das damals gefunden. Unterlauf-Granatwerfer, der Sprenggeschosse abfeuert, wird automatisch an allen Gewehren angebracht. Steigklemmantrieb. Den könnten wir uns leisten. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Halten Sie an Seilsträngen zur Aktivierung X gedrückt. Pistolenschalldämpfer. Das ist eine feine Sache. Universal-Pistolenschalldämpfer, der Schüsse dämpft, sodass der Feind nichts mitbekommt, wird automatisch an allen Pistolen angebracht. Kann ich den nicht irgendwie überrumpeln und dann hole ich mir die Sachen einfach alle? Da ist die Schrotflinte. Bereitschaftspolizei-Schrotflinte mit hoher Kapazität zur Bekämpfung größerer Gruppen. 140. Wo soll ich denn die ganzen Münzen herkriegen? Oder das Militärgewehr, militärisches, taktisches Spezialeinheitengewehr mit hoher Schussfrequenz. Sag mal, du bist ganz schön überteuert, mein Freund. Wo kriege ich denn so viel Münzen her? Erstmal nehme ich mir das hier. Das ist schon wieder so ein Band. Lara? Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter.
Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Ist das er hier, der die Aufnahmen macht, der Techniker, der uns die Sachen verkauft? Okay. Jetzt will ich gerade mal überlegen, ob ich was mitnehmen soll, aber wir haben momentan so wenig Münzen gefunden. Wir könnten uns den Schalldämpfer für die Pistole holen. Auf alle Pistolen. Bis jetzt arbeite ich ja nur mit dem Bogen, weil der am leisesten ist. Oder ich hole mir den Steigklemmenantrieb. Aber das können wir auch so noch machen. Ich glaube, ich nehme den hier. Komm. Gut. Du nicht, was deine Arbeitgeber anbelangt. Waffenaufsätze sind Schusswaffen, spezifische Ausrüstungsteile, die an Waffen angebracht werden und ihr Verhalten und ihre Fähigkeiten verändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Aufsätze werden automatisch auf allen passenden Waffen angebracht. Das ist praktisch. Okay, ja, wir gehen erstmal der Hauptquest weiter. Dem Missionsziel, sagen wir es mal so. Da soll ich direkt rein? Das mag ich aber gar nicht, ne? Was ist mit den Flaggen, mit den Fahnenmasten? Ich verstehe es nicht. Und was ist da oben? Aber da brauchen wir, glaube ich, auch wieder Seilpfeile. Alles klar. Na gut, ich gehe rein. Keine gute Idee. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Ach, nö. Ich hab doch gesagt, dass es keine gute Idee ist. Warum hört sie nicht auf mich? Vielleicht weiß sie Steuer. Lara, geht es dir gut? Wo ist Anna? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht! Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Ich wusste es. Dieses Miststück. Ich habe mich schon gewundert, warum die da ist. Dieses blöde Stück, ey.
Du gehörst zu denen! Ich glaub das einfach nicht. Du Dreck! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ja. Keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich, stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Schalldämpfer gekauft. Jetzt haben sie mir alles weggenommen. Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Kann sie das hier rausholen? Mit dem Schloss aufmachen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer sie sind oder wieso sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Und nachdem Anna uns jetzt gerade so verarscht hat... Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Ja, okay. Das war so klar mit Anna, mal ehrlich. Weil warum war die plötzlich da? Die hat doch sonst nichts angeblich damit zu tun gehabt. Das war, dass das ein Trick ist, das war so, so megamäßig klar. So, wir können mit dem Rohr irgendwas machen. Das Rohr, man. Dasselbe wie Sie. Etwas, was wir Ihnen nicht geben können. Können oder wollen. Und vielleicht. Macht das einen Unterschied? Macht er den gleichen Trick mit uns? Bei einem hat man die Wahl. Schlau. Dann machen wir uns nichts vor. Vielleicht ist er auch einer von denen. Und was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Na, oh, danke schön. Vorsichtig. Haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Gut, dann wollen wir mal keine Zeit verlieren und gucken am besten gleich, was wir machen. Ach, meine Ausrüstung.
Oder eine ähnliche Ausrüstung zumindest. Nee, es ist nicht unseres. Gibt's einen Weg raus? Nein. Seilpfeile? Aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Ja. Seilpfeile. Recurve-Bogen. Das ist der nächste Bogen auf unserer Liste. Und irgendwann haben wir unseren Compound-Bogen wieder. Und wir können uns, glaube ich, mit dem Seil jetzt endlich dann die Seilpfeile basteln. Kann das sein? Moment. Soll dahin wieder zurück klettern? Kann ich das nicht aufmachen hier? Hier ist doch ein... Ich soll wieder zurück? Okay. Jawohl. Vorsicht. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Der nervt ein bisschen, der Typ. Wie sind Sie hier gelandet? Hat geklappt. Können Sie da raus? Ich kann da raus, ja. Der ist doch bestimmt auch von denen, oder? Ich traue dem nicht. Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Nee. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Ach, das ist er, der erste Gefangene. Aber er hat auch ganz andere Klamotten an als die Einheimischen hier. Ist er das? Oh, ich traue ihm nicht so wirklich. Er hat andere Sachen an. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Noch weiter umgucken, da lag noch was. Ich weiß es. Ich bin mir bei dem noch nicht so ganz... Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Errungenschaft freigeschaltet. Können Sie den Weg hier raus? Ja. Merkwürdige Bekanntschaft. Warum kann ich die nicht aufmachen? Was halte... Jetzt habe ich einen Gefall ausgewählt. Manchmal verstehe ich das nicht. So, wir haben hier noch ein Band. Ein Band. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das, aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. Die immer mit ihrer falschen und richtigen Seite, das ist total dämlich. Er ist da lang, ne? Das heißt, ich gehe jetzt erstmal eben nochmal hier lang. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was... wahrscheinlich ist. 1942. Okay. Oh nein. Ach Mann. Den können wir aber nicht helfen, ne? Nee. Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was das ist das? Sagt der Richtige. Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat, aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet.
Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen.